Ein Hallo und willkommen zum nächsten Part von Batman Arkham City. Ja, ich hatte ja eigentlich gesagt, ich mache dieses erweiterte Realitätstraining, aber das sackt einfach nur tierisch und ich werde das erstmal sein lassen. Deswegen machen wir doch jetzt einfach die Haupthandlung weiter. Hat jemand ein Notsignal gezündet. Entweder braucht jemand darin meine Hilfe oder es ist da. Oh, das wollte ich gerade drücken. Ja, ich denke mal, es ist eine Falle, denke ich mir mal. Naja, egal, wir machen das jetzt auf jeden Fall mal. Und nun ja, weil der letzte Part, der war ja schon gar keine Story und deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal hin. Guten Tag. Batman hier. Hallöchen. Na? Aua, hey, was brätst du mir hier über? Arschgeige. Ja, kommt mal her. Dann kriegt halt alle was aufs Maul. Gibt wieder was für die Backen hier. Geht schon mal zu Cookie Dent. So. So. Gut. Wo ist denn hier noch jemand? Da, gut. So, ja, du tötest mich ganz toll. Und so, hier. Ja, komm her. Hey, was schlägst du mich da? Hä, Kollege? So. Und das war's. Ach, du bist noch am Leben und du auch noch. Komm her. So. Dann kriegst du auch noch was aufs Maul. So. Bitteschön. Immer wieder gerne. So, ich glaube, hier müssen wir rein, oder? Jo. Da müssen wir rein. Jo, dann haben wir mal wieder schön unsere Fäuste sprechen lassen. Und es geht. Rein, rein, rein. Wo auch immer. Ich denke mal, wir suchen jetzt Joker. Gut. Krank, Co. Spielzeuge. Ah ja, okay, gut. Was ist denn das für ein kranker Typ, ey? Kann man den Stealth ausschalten? Überrascht mich zu sehen, Batman. Wer ist das? Ein bisschen. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hingst du an meiner Motorhaube. Du wusstest, dass es mich nicht töten würde. Das hatte ich auch nicht vor. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Was machst du hier? Dr. Youngs Titanformel. Der Pajasso hat ein paar von Arkham Island runterschaffen können, bevor du ihn gestoppt hast. Wie viele hat Joker denn noch von der Insel bringen lassen? Zu viele. Deshalb bin ich hier. Ich lasse nicht zu, dass der Basura dieser Stadt Titan missbraucht. Dr. Young hat es mit meiner Hilfe erschaffen. Es ist meine Aufgabe, die Überreste zu zerstören. Der leuchtet ja vielleicht. Aber nur damit du es weißt. Wenn du irgendwelche Tricks versuchst, gibt es Ärger. Wir finden Titanbehälter und zerstören sie. Abgemacht? Natürlich. Jeder Behälter hat einen Funksender eingebaut. In der Stadt hier gab es insgesamt 12 Behälter. Jeder von uns nimmt 6... Und wir treffen uns hier. Jeder 6? Schön. Heute ist kein guter Tag, um mich anzulügen, Bane. Denk daran. Jo, gut. Vermittelt mit Batcomputer. Okay, hier sind die ganzen Dinger, die wir sammeln müssen. Und wir befinden uns ja hier irgendwo. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen hier am besten hin. So. Oh, Charakterbiografie ansehen. Gut, jo, das ist ja vielleicht ein Kollaps. So. Ja, geselliger Kerl, ne? Würde ich mal sagen. Ja, gut. Dann müssen wir auch wieder raus. Jetzt. Hey, du wolltest auch was suchen gehen. Unverschämtheit. Egal, was soll's. Dann. Das ist eine Nebenmission. Ach so, okay, gut. Ja, dann machen wir die einfach mal. Und gehen wieder raus. Aus der guten Stube. Und dann zerstören wir die doch mal. So, dann gucken wir mal, wo denn hier der erste ist. Der erste Behälter. Der müsste sich da befinden. Wie kann ich denn da so eine Markierung setzen? Konnte man doch bis jetzt immer. Hm, kann man anscheinend nicht. Okay, gut. Naja, gut. Ich krieg nur Schub, wenn ich den Greifhaken auf größere Distanz einsetze. So, dann machen wir uns auf die Socken dahin. Die blöde Fledermaus. Ja, ich bin die blöde Fledermaus, ich weiß. Gut, wir müssen uns doch aber irgendwie... Ach, so ein Scheißweg, ich flieg ganz falsch, aber... Ich meine, kann man das nicht wieder schön... Ja, dann setze ich mir hier so einen Wegmarker bis da. Gut, das heißt, wir müssen da entlang. Gut. So. Ja, mit diesem neuen, Dingens, den wir haben, können wir uns ganz galant irgendwo entlang schwingen.
Okay, konnten wir vorher natürlich auch, aber es geht so um einiges schneller. Also wir können jetzt zum Beispiel F drücken. Wartet mal. F und dann Doppel-Leer-Taste. Und dann geht das natürlich viel schneller. Und wir gewinnen nochmal an Schwung. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. So. So berühren wir dann auch nicht den Boden, sondern können direkt weiterfliegen. Und das ist ja ganz nett, ne? Gut, so. Ich guck gleich mal, wo wir denn schon sind. Gut, ja, hier gibt es jetzt auch schon so eine Mission, die machen wir aber nicht. Ich guck jetzt mal, wie weit wir sind. Gut, wir sind gleich da. Ist das etwa in der U-Bahn-Station? Ich weiß gar nicht, muss ich da rein? Ja, scheint mir fast so, oder? Ist das oben drauf irgendwo? Missionsziel erreicht. Gut. Ja. Wo ist denn dieser Titanbehälter? Ja, 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 Halle. Alfred, ich muss irgendwie in das Sionis-Stahlwerk reinkommen. Haben Sie es mit der Vordertür versucht, Sir? Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? War offenbar zu leicht. Ich weiß, was ihr jetzt alle denkt. Kann das wahr sein? Stimmt all das, was man sich über ein Leben bei Joker Enterprises erzählt? Ich fürchte, ja. Der Hauptschornstein? Okay. Also dann. Ihr Oh Mann. Gut. So. Dann auf da rein. Boah. Heftig. Nicht schlecht. Gut. Hier müssen wir anscheinend das finden. Denke ich mal zumindest. Gut. Mann, oh Mann, oh Mann, wo sind wir denn hier gelandet? So, oder sind wir überhaupt richtig? Ich glaube, hier gibt es nicht dieses Stahlwerk. Hier gibt es nicht diesen Titanbehälter, den wir sammeln müssen, oder? Also ich glaube mal nicht. Der Dampf aus diesem Ofen wird mich lebend kochen. Ich muss die Kohle irgendwie herunterkühlen. Hm. Ja, wie kochen? Ja, 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 schon verstanden. Ach nee, Quatsch, hier gibt es wieder den Detektivmodus. Okay. Batclaw auswählen und Leertaste ziehen. So. Geht doch. Und weiter geht's. Gut, Jo, hier zerfällt alles. Meine Güte. Gut. Auf 3 ein Explosivvogel vorbereiten. Versprühen. Hier drauf? Ah ne, Quatsch, da drauf. So, hier drauf sprühen. Und da haben wir jetzt auch was gesprüht. Würde ich sagen, zünden wir mal. Wie zündet man das denn jetzt? Ach so, jetzt. Okay, gut. Perfekt. Ja. Aua, aua. Okay, Batman, sorry. Ah, da oben ist was. Perfekt. Gut. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Weiß nicht, Mann. Sieht ziemlich krank. Habe ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich habe alles versucht. Tja, hätte es nicht mehr anstrengen sollen. Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Boah, die sind ja mal nicht nett zu Frauen. So, gut. Die müssen auf jeden Fall retten. Das geht ja so nicht. Helft mir! Gott!
du kranken Schweine. Raus mit dem Rest von euch Idioten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück. Sofort! Er wird dafür bezahlt, dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat. Der Dampf blockiert den Ausgang. Wenn ich dem Rohr folge, müsste ich eine Möglichkeit finden, ihn abzudrehen. Hm. Jojo, gut. Dem Rohr folgen. Ach so. Wie muss ich das denn jetzt machen? Hab ich das jetzt geschafft? So, ja, anscheinend. Na gut, geschafft. So. Joker ist vermutlich schwer krank. Dann auf nach hier. So. Und guten Tag. Da bin ich. So. So. Kommt mal her. Jetzt gibt's ordentlich was für die Backen. So. Dann kommt mal her. Meine Fresse, sind die muskelbepackt alle. Hey. Was ich tun will, euch töten. Oder zumindest euch ausnocken. So. Nix da, du kannst deine Kisten woanders werfen. Geh zu Dursti. Da kriegst du bestimmt einen Job. So, gut, ja. Hör auf, deine Kisten zu werfen. Wow, ich hab fast kein Leben mehr, sehe ich gerade. Was soll denn das? Aua, Penner. Scheiße. So. Jetzt habt ihr mich aber sauer gemacht. Scheiße. Was soll das? Hör auf mit Kisten zu werfen. Arschgeige. So, hier. So. Penner. Was soll denn der Scheiß? Gut. Was zum Teufel machst du hier? Du solltest doch tot sein! Tja, siehst du mal, Schätzchen. Du kommst nicht an Mr. J ran. Wir sind hier oben in Sicherheit. Kannst du ruhig da unten bleiben und verbrennen? Das hört sich nicht toll an. Das hört sich so gar nicht toll an. Alfred, ich habe den Joker gefunden, aber ich komme nicht ran. Ihnen fällt sicher eine Lösung ein, Sir. Ja, ganz bestimmt. Ich habe gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche sie und kümmere mich dann um den Joker. Gut, rette die Ärztin vor Jokers Handlangern. Gut, werde ich machen. Da müssen wir hin. Gut, gut. Und da bin ich. Hm, wie kommen wir denn da hin? Naja, ich würde sagen, das war's beim nächsten Part. Bis dahin. Ciao, Leute.